Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir befinden uns noch immer in diesem schönen Lüftungsschacht. Und machen mal wieder Erfahrungspunktejagd in diese Gebisse. Keine Ahnung. Oh, nervt mich Gitter. Warum diese Gebisse hier rumliegen, aber macht nichts. Es geht weder rein noch raus. Sie sind da drin eingeschlossen. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Natürlich. So, und zwar hängt unser Held mal ab. Oh Gott! Oh Gott! Wieso machen Sie dieses Geräusch? Welch brachiale Gewalt. So. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Hier drüben! Bitte! Wo? Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. So, und hey. Batman ist hier! Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht! Ich falle! Okay. Nom, nom, nom. Wir lassen uns gechillt Zeit. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Ja, was hätten wir anders erwartet von Batman? Und wir sollen in den Detektivmodus gehen, um die Ventilatorenkabelkästen kaputt zu hauen. Damit das ganze schöne Giftgas... Naja, schön. Gesaugt wird und wir uns hier unten hinbegeben können. Ja, Joker. Achtung. Der Zugang zum Entgiftungsraum ist jetzt gestattet. Bist offiziell krank. Oh, ja, wir folgen einfach mal den Pfeilen, weil es das Einfachste ist. Was ist passiert? Ich mach... Ja, komm her, willst du ein Power? Komm, ich bin gerade in der Stimmung, komm. Boah. Ich mach Hackfleisch aus dir! Ja, Hackfleisch. Hackbraten wäre nicht schlecht. Aber den gibt's heute Abend. Braucht's jetzt auch nicht. Joker! Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Okay. Lange nicht mehr gespielt. Etwas unbeholfen noch. Ja, man merkt's. Oh, ich spring ihm halt voll rein. Au. Ja, das wird ein lustiger Kampf, weil jetzt bin ich gleich sowas von platt. Renn nochmal gegen die Wand, du Depp. Damit du so bewusstlos bist oder so. Oh oh. Nein, du schmeißt ihn jetzt nicht. Alter. Nein? Das bringt's irgendwie auch nicht, was du da machst. Komm her. Gut, 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 gut. Hallo, Batman, du sollst rennen. Hä?
Limit, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechenbar, Vance. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Dumm. Und wieder mal ist der Batman, ist der Joker entwischt. Und ich hatte Glück im Unglück, dass diese Viech einfach umgekippt ist. Und irgendjemandem hier tut der Kopf weh. Achso. Ja, lass mich rein. Glückwunsch, du hast ein Raintech-Upgrade freigeschalten. Wenn man Erfahrungspunkte sammelt, kann ich meine Fähigkeit in meinem Batsuit erweitern, verbessern. Okay. Ich kann ein Special-Combo-Wurf. Umgekehrtes Ausschalten, nämlich Batman den Gegner unter Wasserspann von oben zu packen, gefesselt hängen zu lassen. Verdoppelte Falle eines perfekten... Nein, wir nehmen das hier, das ist lustig, das ist so voll cool Batman-Style. Ja, lass mich rein, komm. Au, du sollst mich reinlassen. Batman, ich bin hier drüben. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Öffnen. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Hübsches? Hier stimmt was. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tada! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. So, und ja, dann haben wir ein neues primäres Ziel, und zwar Commissioner Gordon zu retten. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Genau, wir müssen zurück zu den Arrestzellen. Die befinden sich hier. Und ich bin hier. Genau. Schön, dass mir das alles gezeigt wird. Das heißt, ich halt falsche Taste. Renne, was das teugelt. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich bitte. Ja. Laberababer. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? So, ich denke mal, ich bin hier richtig. Ja. Rennen. Lass mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage. Also wenn ich Sicherheitskurs brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wie ich war. So. Schick. Alle wieder platt. Und wir können weitergehen. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ja. Wir müssen den Tatort sichern. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr.
Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Ja, und wir müssen jetzt der schönen Spur von diesen Alkoholpartikeln hier, die man in der Luft sieht, allerdings nur im Detektivmodus, folgen, um den Entführer von Commissioner Gordon zu finden. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal wieder hier lang rennen. Ausnahmsweise mal ohne Gerede, aber wenn nicht geredet wird, dann gibt es auch keine Gegner. Also irgendwie ist das immer so eine doofe Mischung. Joker frei. Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J, will nicht, dass du uns schon verfolgst. Die ganze Inneneinrichtung kaputt. Sag mal, was ist passiert? So. Genau, und hier haben wir das erste Tonband, das wir finden. Genau, ab und zu findet man einfach von diversen Charakteren, die man hier alle so sehen kann. Meistens sind es irgendwelche Freaks und... Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Ja, was ich sagen wollte, ist, ab und zu findet man so Sprachbänder. Ich bin hier in einer Sackgasse. Diese Sprachbänder halten einfach so Diskussionen mit Ärzten oder so. Die von Joker sind meistens am lustigsten, aber wer hätte das gedacht? Und wir müssen jetzt da, wo der Fahrstuhl ist, irgendwie einfach so hochkommen. Und ich glaube, das ging irgendwie besonders. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Huch, wo bin ich denn jetzt? Hier gibt's Pilze. Aber sonst nichts. Okay. Dann zurück. Hier gibt's auch nichts. Was soll denn der Schrott? Okay, dann gehen wir mal wieder hier hoch. Da ist irgendwie ein Kabel. Ah, okay, dann waren wir da vorhin doch richtig, weil wir müssen dann mal wahrscheinlich das Kabel durchschneiden, damit sich da unten diese Luke öffnet. Hopp. Okay, oder auch nicht. Ja, ich stehe vor einem Rätsel und bevor wir dieses Rätsel lösen, mache ich hier eine kleine Pause. Beziehungsweise beende dieses Video hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Batman. Bis dann.